Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute wollen wir uns vier lustige Nilpferde anschauen. Zwei von den Nilpferden sind orange. Dann haben wir noch ein grünes Nilpferd und ein Nilpferd in einer Lachsfarbe oder es ist ein helles Rot. Jetzt wollen wir die natürlich mal aus ihrer Verpackung rausholen und gucken die uns mal ein bisschen genauer an. So, und jetzt wollen wir uns mal genauer angucken, was diese Nilpferde können. Die sind schon mal aus Plastik außenrum, haben hier ganz, ganz spitze Zähne angedeutet, das ist das Maul. Und wenn man auf das Nilpferd draufdrückt, ertönt das hier. Dann kommt hier so eine Schlange. Ihr hört es auch schon schreien. Eigentlich sollte das hier rausfahren. Passiert anscheinend nicht, dann lasse ich es zurückschnallen. Jetzt ist rausgekommen. Sieht auch ganz witzig aus, man muss es schnell genug draufdrücken. Ich zeige es nochmal bei den Grünen hier, ob wir da eine andere Farbe nehmen. Da haben wir auch Rot, also wapp. Wie ein Chamäleon, wenn hier oben eine Fliege fliegt. Wah. Dann kommt die Zunge und schießt danach. Ich versuche mal mit dem Roten meine Hand abzuschießen. Ich tue die Hand mal hier hin und dann macht's und getroffen. Und nochmal. Ist bestimmt ein cooles Spielzeug für auf Geburtstagen, wenn eure Freunde euch das Lied singen können, alle dabei noch hier drauf rumdrücken. Und dann schießt die rote Zunge aus dem Nilpferd raus. Ich mach's nochmal hier, jetzt schießen die sich mal gegenseitig ab. Es ist auf jeden Fall super laut, das Geräusch. Zieht ganz schön in meinen Ohren. Wenn ihr mal jemanden nerven wollt, dann sind die zwei Nilpferde oder beziehungsweise die vier Nilpferde super dafür geeignet. Ich werde jetzt mal auf alle vier gleichzeitig drücken. Dann hören wir uns mal an, wie sich das anhört. Vielleicht sieht man auch ganz gut, es ist schon mal sehr, sehr laut. Ich mache es mal hier nochmal, dann kommen alle vier Zungen raus. Auf jeden Fall super nerviges Geräusch. Wenn man es zu oft macht, kann ich euch nur empfehlen, wenn eure Geschwister euch mal nerven, nehmt ihr diese Nilpferde und macht die ganze Zeit. Das nervt die auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Nilpferden haltet. Ob ihr das Geräusch auch so furchtbar nervig findet wie ich oder ob ihr das eigentlich ganz lustig findet. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren und eine Bewertung dalassen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.